Rage on that beat, going crazy. Hallo Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Ich freue mich sehr, dass ihr wieder mit dabei seid. Heute zeige ich euch, wie man einen Burrito zubereitet. Ein Burrito ist eine gefüllte Weizentortilla und ein Gericht aus der mexikanischen und der Tex-Mex-Küche. Ein Burrito besteht aus einer weichen Weizentortilla, in die unter anderem Hackfleisch, Tomaten, Avocados, Käse, Bohnen sowie Reis eingewickelt werden. Dazu werden dann auch manchmal grüner Salat und saure Sahne gereicht. Durch seine Einfachheit im Verzehr, nämlich mit den Händen, ist der Burrito in vielen Fastfood-Restaurants der USA eine sehr beliebte Speise. Burritos werden schon fertig gefüllt und gerollt serviert, während bei Fajitas das Weizentortilla und die Zutaten einzeln serviert werden und vom Gast selber gefüllt und gerollt werden. Das Wort Burrito ist das Diminutiv von Burro und Burro bedeutet im Spanischen Esel. Somit bedeutet Burrito also das Eselchen. Worauf die Bezeichnung zurückgeht, ist umstritten. Eine Erklärung greift auf die Ähnlichkeit des Aussehens von Eselohren und den gefalteten Burrito-Enden zu. Eine weitere Variante vergleicht das Paket, das ein Lastenesel trägt, mit der Form eines Burritos. Für die Tortillas wird das Mehl mit Salz und Öl in einer Schüssel vermischt und mit Wasser zu einem glatten Teig verrührt. Das Ganze muss man dann für etwa 20 Minuten quellen lassen und in einer beschichteten Pfanne werden dann bei mittlerer Hitze etwa 3 bis 4 Esslöffel von dem Teig glatt gestrichen und goldbraun ausgebacken. Der Klassiker unter den Füllungen ist das Chili con Carne und Sour Cream. Dazu kommt dann oft auch noch Käse, Bohnen und Salat. Isst man dann auch noch selbstgemachte Guacamole dazu, schmeckt es wahnsinnig lecker und verleiht dem Burrito noch einen zusätzlichen frischen Kick. Man kann Burritos aber auch vegetarisch füllen. Auch hier gibt es sehr viele vegetarische Rezepte dazu, wie zum Beispiel den Burrito mit Quinoa und Salsa. Hier bilden Quinoa, schwarze Bohnen, Brokkoli und Kirschtomaten eine leckere Füllung. Für den besonderen Aromakick kann man hier auch noch einige Salbeiblätter kleinschneiden und in den Burrito geben. Den Burrito mit Kürbis. Hierzu benutzt man am besten einen Butternut-Kürbis. Wenn keiner verfügbar ist, kann man auch einen Hokkaido benutzen. Der Kürbis wird im Ofen gebacken und wenn er weich genug ist, schneidet man ihn in Streifen oder Würfel und packt ihn zusammen mit Knoblauch, Cheddar und Koriander in die Tortilla ein. Das ist eine Füllung mit viel Bohnen, Champignons und Lauch. Abgerundet wird diese Köstlichkeit mit Avocado-Stückchen, Knoblauch, Kreuzkümmel und Rauchsalz. Dann gibt es noch den Burrito mit Hühnchen gefüllt. Für diese Füllung wird Hühnchenbrust in Streifen oder Würfel geschnitten und in der Pfanne gebraten. Zusammen mit Zwiebeln, Knoblauch, Paprikapulver und gewürfelten Tomaten entsteht so eine wunderbar saftige Füllung. Und der Burrito mit Chili-Hackfleisch, so kennt und liebt ihn jedermann. Und genau das ist die Füllung, die wir heute auch machen werden. Allerdings soll unser heutiges Gericht nicht so viele Kohlenhydrate besitzen, deswegen machen wir keinen klassischen Weizentortilla, sondern einen Low-Carb-Tortilla und zwar nicht aus Mehl, sondern aus Eiern und Käse. Und die Zubereitung zeige ich euch jetzt. Für unsere Burritos benötigen wir 4 Eier, 150 Gramm Spinat, eine Zwiebel, eine Knoblauchzehe, 50 Gramm Parmesan, Salz und Pfeffer, 400 Gramm Rinderhackfleisch, eine Dose gewürfelte Tomaten, 200 Gramm Reibekäse, eine Dose Kidneybohnen, einen Teelöffel Kreuzkümmel, 2 Esslöffel Oregano und einen Teelöffel Chiliflocken. Wie gesagt, bestehen unsere Tortillas heute nicht aus Mehl, ganz klassisch, sondern aus Eiern, Spinat und Käse. Und ich benutze hier einen Blattspinat, der ist schon aufgetaut und den schneide ich jetzt erstmal ein bisschen klein. Ihr könntet genauso gut Rahmspinat benutzen, den müsst ihr dann logischerweise nicht mehr klein schneiden, aber auftauen. Den Spinat gebe ich dann in eine Schüssel zusammen mit den Eiern und der Hälfte des geriebenen Parmesans. Dann würze ich es noch ein bisschen mit Salz und Pfeffer und dann verrühre ich alles miteinander. Und dann ist unsere Masse für die Tortillas auch schon fertig und kann in der Pfanne ausgebacken werden. Dazu gebe ich ein bisschen Öl in die Pfanne und ja, aus dieser Masse entstehen dann 4 Tortillas.
Über jede Tortilla gebe ich dann nochmal ungefähr einen Teelöffel geriebenen Parmesan darüber. Das ist besonders gut, weil wenn ihr die jetzt umdreht, dann kann der Parmesan ein bisschen braun werden und gibt nochmal einen besonders guten Geschmack. Die Tortillas sind jetzt fertig gebacken. Jetzt lege ich los mit der Füllung. Dazu schneide ich eine große Metzgerzwiebel in kleine Würfel und brate diese dann zusammen mit Knoblauch und dem Hackfleisch in der Pfanne an. Jetzt kommen die Gewürze zum Einsatz. Ich würze die Füllung mit Pfeffer, Salz, Chiliflocken, mit Kreuzkümmel und ein wenig Oregano. Und wenn das Hackfleisch und die Zwiebeln dann ein bisschen braun geworden sind, gebe ich die gewürfelten Tomaten oben drüber. Die Bohnen, die habe ich schon mal abtropfen lassen. Die kommen dann auch noch mit zum Hackfleisch dazu. Und fertig ist die Füllung für unsere Tortillas. Jetzt kann ich meine Tortillas füllen. Dazu mache ich Hackfleisch und Reibekäse rein, klappe einmal zu. Und wie ihr gleich sehen werdet, lege ich die restliche Füllung um die Tortillas herum. Dann kommt ein bisschen Reibekäse noch oben drauf. Jetzt kann ich die Auflaufform auch gleich in den Ofen schieben. Wir brauchen Umluft 180 Grad und nach 10 bis 15 Minuten sollte der Käse schön gratiniert sein und dann wünsche ich einen guten Appetit. Die Zutaten für dieses Rezept stehen wie immer unten in der Infobox. Dieses und viele, viele andere findet ihr auch auf meinem Instagram-Kanal ymb.happiness. Schaut doch mal vorbei. Wenn ihr noch Fragen habt oder Anregungen, dann schreibt mir gerne in die Kommentare. Und wenn ihr dieses Rezept gemocht habt, dann gebt doch diesem Video einen Daumen nach oben. Vergesst nicht, meinen Kanal zu abonnieren und ich freue mich sehr, euch nächste Woche wieder hier begrüßen zu dürfen. Habt bis dahin eine gute Zeit.